einiges gehört. So, jetzt kriegt er hat auch die falschen Leute. Da hey, Erstloch. Ich habe so etwas gar nicht. Ich will eine Revanche. Ich will eine Revanche. Ich will dir auch mal auf die Fresse geben. Wiederholungen machen mich müde. Verschwinde. Spiel weiter mit Puppen. Ach, weißt du, mir fällt da eine bessere Beschäftigung ein. Sie heißt, verteile kostenlos das Rauchkrautvorrat. Was? Das magst du nicht. Ich schlag dir die Fresse weich. Mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Lass dir nichts gefallen. Oh, meine Meinung. Das gibt's doch gar nicht. Er könnte den Kampf gewinnen. Lass dir nichts gefallen. Mal schauen, der nächste Schlag ist entscheidend. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Das Schwert. Das ist eine schlimme Sache. Das ist wirklich nicht Bogen, den Bogen, der spart mir vielleicht sogar das Geld. Das Schwert. Und dafür lasse ich dir den Knüppel da. Für den Zweck habe ich den nämlich aufbewahrt. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Obwohl der Gehstock lustiger wäre. Ich hätte was anderes gemacht. Ich habe was anderes gehört. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Welches nächste Mal? Oh Mann. Du blöde Schlampe. Ich hasse dich. Das wirst du bereuen. Denkst du, ich fürchte mich vor dir, nachdem ich dich verdroschen habe? Sei nicht albern. Von heute an überlege es dir genau, bevor du eine Frau angrabst. Sie könnte zurückkommen und sich revanchieren. Ach, spar dir doch deine schlauen Sprüche. Hier hast du übrigens dein Kraut zurück. Ich hoffe, es wird dir endgültig den Rest geben. Schauen wir uns den Bogen mal an, vielleicht... Selbst ist er ist auf jeden Fall mal besser als das, was ich jetzt habe. Er stellt sich das immer so ein. Naja, immerhin etwas aus meinem momentanen Weiterhilft. Wo ist denn das Schwert? Brauchst du das nicht zu sein? Meine Meinung will ja keiner sein. Das Schwert, Schaden 40 bis 130. Der ist ja der Wolfszahn besser. Nein, ich behalte das Ding als Trophäe. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Hallo Bennett. Ich weiß gar nicht, mach's warum gut. Er sich so aufregt. Wenn er das nicht so, geht, kann meinst du, ich glaube, ich wette, das freut dich. Hallo, Thekla. Davon lass ich lieber die Pass auf dich auf. Ich bin ganz da, Mann. Vielleicht freut sich Elena drüber. Ich meine, das sind ja auch Frauen, die leiden. Hey, Velaya, was hast du? Die Sache mit da. Du hast diesem Arsch so richtig gezeigt, was Sache ist. Die Frauen auf dem Hof werden jetzt hoffentlich mit mehr Respekt behandelt. Sag mir einfach Bescheid, wenn euch einer dieser Jungs zu sehr auf die Ketten geht. Ich rede dann mal ein ernstes Wörtchen mit ihm. Aber sowas. Ich glaube, das wissen sie seit dem Kampf selbst. Ist das wirklich wahr? Was kann ich bei dir bekommen? Genau so, wie du sagst. Nichts, was ich gerade bräuchte. Mir erfährt keiner was. Schinken. Das will doch keiner mehr. Bis bald. Lass ich lieber die Finger. 9, 10, 11. Das wäre der nächste Spielstand. Schöner Bogen ist es ja schon. Es kam zu glauben, dass der so schwach ist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin ganz da. Ich hätte das anders gemacht. Teleportieren wir uns mal. Ich war. Einige Probleme. Ist das wirklich wahr? So. Haben wir uns schon. Sich schon bewährt. Der nächste Schritt wäre dann zur Stadt. Ja, der Bogen hat den Vorteil, den kann ich auch ohne Gürtel verwenden. Den für 700 Gold kann ich momentan nur verwenden, wenn ich den Gürtel anlasse. Weil ich sonst nur 55 Geschicklichkeit habe. Deswegen ist der Bogen eigentlich, kommt er mir schon sehr gelegen. Halt, keinen Schritt weiter. Genau, keinen Schritt weiter. Wo brennt's denn diesmal, Jungs? Also, wir haben nochmal überlegt. Genau, das haben wir getan. Quatsch mir nicht alles nach, Depp. Aber diesmal habe ich dir doch gar nichts nachgequatscht. Ich habe doch gesagt... Aufhören, ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Passt auf, wenn ich wiederkomme und ihr seid dann noch da, zahlt ihr 50 Goldstücke wegen aggressivem Herumlungerns. Oder ich werfe euch von der Brücke. Ist das klar?
Wegen was? Schiefes Lungen? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Chef, lass uns lieber verschwinden. Mit der ist nicht gut Käse essen. Käse essen, ja? Hör auf deinen Kumpel hier. Gut, gut, wir verschwinden. Los, alles zusammenpacken. Geht klar, Chef. Okay. Dann hat die Episode ein Ende. Schade irgendwie, ich fand die zwei einfach zu gut. Das Schlösserknacken bin ich noch viel zu blond. Ach so. Ich habe immer gesagt, dass wir besser aufpassen sollen. Aber Chef, wir haben doch immer aufgepasst. Das hättest du doch gleich ausrechnen können. Chef, aber wenn wir 2 mal 10 nehmen, dann ist das doch für jeden immer noch 10, oder nicht? Ich habe doch das ganze Geld. Du bist doch zu blöd, eine Geldkatze am Gürtel zu befestigen. Das sind dann doch 20 Goldstücke für mich. Was für eine Katze? Was ist eine Katze? Ist das ein Tier? Ist das was zu essen? Ich würde gerne mal eine Katze probieren. Wie schmeckt eine Katze? Das ist bestimmt so ein arabisches Zeug. Die Arabier sind schon ein komischer Haufen. Katze ist wahrscheinlich ein für normale Menschen ungenießbarer Fisch oder sowas. Ja, es ist bestimmt ein Fisch. Genau, Chef. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Fische sind schon komische Dinge. Ertrinken den ganzen Tag im Wasser und wenn man sie rausholt, sterben sie. Sind reichlich undankbar, diese Fische. Quatsch, Fische kommen mit dem Land nicht klar, weil sie keine Beine haben. Hast du schon mal einen Fisch mit Beinen gesehen? Nein, deshalb sterben sie, wenn man sie an Land bringt. Genau, das ist wie mit den Schnecken. Was haben denn Schnecken mit Fischen zu tun? Du erzählst wieder eine Gülle. Schnecken sind doch eindeutig Kriechtiere und keine Fische. Genau, Chef. Keine Schiffe, Fische. Aber die haben doch auch keine Beine und schmecken obendrein noch scheußlich. Bäh. Du Idiot, hast schon mal eine Schnecke gegessen? Na, da ist doch eigentlich nichts dabei. Man muss bloß hungrig genug sein. Mann, ich will gar nicht wissen, was du noch so hinter meinem Rücken verspeist. Du bist doch praktisch ständig am Verhungern und ich habe geglaubt, dich zu kennen. So wie du mir damals verschwiegen hast, dass wir für den Auftrag in Timoros 200 Goldstücke bekommen hatten? Quatsch. Das war doch was ganz anderes. Das war doch damals nur zu deinem Schutz. Du kannst doch mit Gold nicht umgehen. Ach, und wie lange hätten die 200 Goldstücke gehalten, wenn ich dir nicht gesagt hätte, dass der Typ ein bekannter Gauner aus Korinnes ist? Ach, genug davon. Lass uns was trinken. Okay. Ansprechen kann man die nimmer. Ich habe immer gesagt, dass wir besser aufpassen sollen. Genau, aber Chef, wir haben doch immer aufgepasst. Die Konversation von vorne losgeht. Aber das hat man jetzt einfach mal hören müssen. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Köstlich. So, wird Zeit, dass wir die von Korinnes finden. Die Rune. Wenn nicht, suche ich gleich mal bei Xardas, weil ich glaube, Xardas Turm ist immer noch näher als Akins Hof. Also der macht schon was her, der Bogen, ne? Obwohl er nur 5 Schaden mehr macht. Aber 5 Schaden sind 5 Schaden. Was steht denn jetzt eigentlich als nächstes an? Mal kurz nach der Rune gucken. Dann... ja. Fellan. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Und Romor könnte ich mal gucken, ob der schon so weit ist. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Alles hier hören, meine Damen und Herren. Ja, Bruno ist am kürzesten zu dir. Das habe ich schon immer gesagt. Ach ja, und ich habe ja jetzt noch einen Grabstängel gefunden. Den ich investieren wir mal. Grüße dich. Hafenviertel. Kannst du mir etwas über das Hafenviertel erzählen?
Was willst du denn wissen? Nützlicher Hinweis. Hast du sonst noch ein paar Tipps? Gegenüber vom Kriegshafen hat sich ein Gerber angesiedelt. Okay, das wussten wir schon. Jetzt muss ich wieder warten, pass auf deine Lunge auf. Krautstängel gefunden habe. Und dann... Hallo, hey, Meister. Wie lief das Geschäft? Wie lief das Geschäft? Haben sich meine Talerchen vermehrt oder habe ich jetzt dein Haus an der Backe? Dein Gold hat sich vermehrt. Ich bin schließlich Lema, der beste Wucherer auf dieser Insel. Ich sehe, du bist schon wieder oben auf. Dann mal her mit meinen Goldstückchen. Hier sind deine 210 Talerchen. War nett, mit dir Geschäfte zu machen. Brauchst du noch Gold? Brauchst du noch Gold? Ich kann einiges davon besorgen. Nein, danke. Ich bin doch hier der Geldverleiher. Dank deiner Starthilfe geht's aufwärts. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir sehen uns. 775 ab zu Bosper und den besagten Bogen kaufen. Dann sind wir wieder eigentlich ganz gut ausgerüstet. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Das habe ich schon immer gesagt. Wo hast du das? Ich grüße dich, Jägermeister. Ich benötige einige deiner Waren. Dann wirf einen Blick auf mein reiches Angebot. Dann hätte ich gerne diesen Bogen hier. Danke. Den alten Bogen kannst du haben. Wie schaut's aus mit Pfeilen? Ich habe doch da noch eine Silberkette geklaut. Gefunden hätte ich fast gesagt. Diesen Ring da. Wo ist denn die Silberkette? Ich bin mir sicher, ich hatte eine Silberkette. Cello-Bogen, das ist ein Questgegenstand. Cello ebenfalls. Das hast du nicht gewusst. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Ich glaube nicht, dass ich da. Okay, vielleicht hab ich da auch was verwechselt. Ich nehme jetzt noch ein paar Pfeile mit, 1000. Und zwar 15 Stück. Dass ich noch 100 Gold in Reserve habe. Und ich komme wieder. Dann den neuen Bogen anlegen. Das ist eine Verdopplung des Schadens. Und den anderen behalten wir aus den bereits erwähnten Gründen. Wenn ich nämlich meinen Gürtel ablege, dann kann ich den jetzigen Bogen nicht mehr tragen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Reisenrunen. Ich habe da meine eigene Meinung. Ja, genau. Unten beim Markt gucken, Quatsch, beim Hafen gucken, ob da jetzt die Rune rumliegt. Soweit ich mich erinnere, liegt die einfach auf dem Boden in dem Fall. Jetzt habe ich einen annehmbaren Boden. Ich habe einen echt guten Degen. Gewusst. Geht doch echt vorwärts, oder? Meine Meinung, Kitzel.